Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin Priester der germanischen Naturreligion und heute will ich meinen Runen-Zusammenfassungen zu einzelnen Runendarstellungen mal weiterführen. Heute soll es mal um die zweite Rune der Runenreihe gehen, die Rune, die man allgemein Urus nennt. Da gibt es ja ganz widersprüchliche Darstellungen in den Runenliedern und in den Quellen, und das ist vielleicht mal ganz interessant, dass man das mal hört. Das Wort Ur bei uns im Deutschen übrigens, uralt, ur so und so, ur, ja, das hat mit der Rune nichts zu tun. Also das darf man nicht durcheinander bringen, das wird oft falsch gemacht. Also ich zeige euch jetzt mal, was wir dazu haben. Ja, wir wollen uns jetzt als erstes mal die Namen dieser Rune anschauen. Ihr seht hier neben mir die Namen, die überliefert sind. Ihr seht, dass es gar nicht so viele verschiedene gibt. Es gibt den einfachen Namen Ur, U-R, ich glaube 18 Mal, ich habe es ausgezählt. Interessant ist auch der Name Hur, H-U-R, der ist, ob das, das H hört man wahrscheinlich gar nicht, aber der taucht 14 Mal auf. Dann U-U-R, Ur, oder mit V-U-R, weil das V ja einem U entspricht, 5 Mal. Und dann U-I-R, A-R, das ist ein Schreibfehler für U-R. Und U-R, noch ein großes R, also das heißt das End-R. Da kommen wir dann noch am ehesten zu diesem erschlossenen Namen U-R-U-Z, Urus. Weil dieses End-R ja früher mal ein Z war. Also U-R-Z, und da ist dann das hintere U sozusagen weggefallen. Das ist erstmal, sind die überlieferten Namen in den 42 Handschriften, die es gibt, wo Runennamen drin sind, die eben alle so vom 9. bis 14., glaube ich, Jahrhundert verfasst wurden. So, jetzt seht ihr hier die ersten vier Runenlieder, also diese alten Texte, die die Runen erklären, die sagen, was jede Rune bedeutet. Ich werde sie euch mal vorlesen, ihr könnt es ja mitlesen. Das erste ist aus dem 9. Jahrhundert, das angelsächsische Runenlied, was leider verloren ist und im 17. Jahrhundert aber schon gedruckt wurde bei George Hickes. Und da ist auf einer ganzen Seite unter der Überschrift Mesogotica, also gotisch irgendwie, ist dieses Lied abgedruckt mit den Runen. Ur ist anmutig und hochgehörnt. Viel wildes Tier fechtet mit Hörnern. Mährenreicher Moorstampfer, das ist ein mutig Wesen. Also mährenreich, Mähre Moorstapper. Ich sage dann mal Mähren, das heißt eigentlich berühmt. Das heißt, es gibt viele Mähren, viel wird darüber erzählt, das ist sehr berühmt, mährenreich. Aber ich will es dann immer gerne so wörtlich wie möglich lassen. Also das ist das Älteste. Das Zweite, was ihr da seht, ist aus der Edda, das Runenlied der Edda, was ja Odin Wotan also selbst erzählt. Das kann ich anderes, das bedürfen alle Söhne, die als Heiler leben wollen. Alle Söhne, das stützt man ein bisschen. Also im Original steht da Ita Synia. Das könnte jeglicher Sohn, jeglicher Geborener, könnte man auch so verstehen. Also es muss nicht unbedingt nur männlich gedeutet werden. Also da geht es um dieses Rune zum Heilen. Das stammt aus dem 11. Jahrhundert, da ist die Handschrift aufgeschrieben. Das Runenlied in der Edda hat setzt ja eine bestimmte Zuordnung der Runen zu den Strophen voraus. Die Runen sind zwar nicht zu sehen, aber man merkt, welche Strophe zu welcher Rune passt. Und wir sehen, dass dort am Ende die Runenreihe Madur, Lögur, Irr lautet. Und ab etwa 800 herum, 800, 900 rum, da hat man das umgestellt. Da hat man dann Lögur, Madur, Irr gesetzt in den überlieferten Handschriften, wo Runenreihen drauf sind. Und daran sehen wir, dass es inhaltlich eben in dieser Zeit zuletzt bearbeitet worden ist. Es geht natürlich noch weiter zurück, aber die letzte Redaktion, die das dann versucht hat, an die Runenreihe zu bringen, hat eben
ist eben noch vor 800, 800, 900 so, das wechselt ein bisschen, ist nicht so ganz einheitlich, hat da eingegriffen. Gut, kommen wir also zum nächsten. Das ist, sind ja die isländischen Runenreime, wo ich euch schon bei der Feo-Rune gesagt habe, es ist ein Rätsel. Also eigentlich liest man es so: Ist der Wolken Weinen und Eisränder Auflöser und des Hirten Hass. Und dann muss man fragen, was? Was ist denn bitte schön der Wolken Wein oder so? Das ist dann das Rätsel. Hier steht natürlich schon der Name drin, also Ur ist der Wolkenwein und Eisränder Auflöser und des Hirten Hass. Und dadurch ist die Rätselwirkung natürlich weg. Ja, der Wolkenweinen kann man ja deuten als Regen, Nebel, Feuchtigkeit, Eisränder Auflöser, wenn das Eis beginnt zu schmelzen, würde auf Wasser hinweisen. Und des Hirten Hass, klar, der Hirt möchte weder nasses Gras haben, damit seine Schafe nicht eine Kohle kriegen, und es kann auch Matsch sein und so weiter, da trampeln sie die Weide nieder und finden nichts zu fressen. Darunter steht als Erklärung in Lateinisch, ich glaube Imbre steht da, also Schauer, Regenschauer zum Beispiel, und das Wort Visi, ich hatte es auch schon beim ersten erklärt, Visi soll eigentlich nur den Laut der Rune, also Visi, muss man das V wieder wie ein U sich denken, soll den Laut der Rune verdeutlichen, und das heißt sowas wie Weiser oder so. Also das, die Bedeutung von diesem Wort ist nicht so wichtig. Dieses Lied ist so um 1300 entstanden. Und ganz ähnlich, das letzte aus dem 14. Jahrhundert ist das altnorwegische Runenlied. Ur kommt von schlechtem Eisen. Oft läuft das Rentier auf hartgefrorenem Schnee. Jetzt wissen wir eigentlich schon gar nichts mehr. Na, was ist das? Eben war es ja noch Wasser, schlechtes Eisen, da kommt ja eigentlich mehr so Rost. Rost ist mehr so eine Art Staub, rostige Erde. Und was hat das jetzt mit dem Rentier zu tun? Und dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass diese Rune auch sehr schwer zu deuten ist und die Runenlieder sich scheinbar doch ein wenig widersprechen. Dazu komme ich aber noch. Schauen wir uns erstmal die nächsten an. So, hier sehen wir also oben nur die Zeile aus dem Abecedarium Nordmannicum aus dem 9. Jahrhundert. Die wird immer übersetzt Ur andringt. Aber im Original steht da Ur after. After heißt hinterher. Also Feo vormann, Ur after, Soris ritten Stabo. Feo vorne, Ur danach, Thors der dritten Stab und so weiter. Es ist ja nur eine Anweisung, wie man die Runen in Reihen, in drei Reihen anordnen kann, wenn man das ganze, die ganze Reihe sich so aufschreibt. Deswegen würde ich dem eine inhaltliche Bedeutung nur sehr bedingt zubilligen. Gut, 9. Jahrhundert, Abecedarium Nordmannicum, und danach, das nächste, das sind die lateinischen Umschreibungen aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Ümber ist Schauer, Schauer ist Ur, Ur ist ein Runenstab. Jetzt sind wir wieder bei Schauer. Also Ümber heißt auch Regen, Regen oder Schauer. In diesem Runenlied wird das eben erklärt, eine Rune des Regens. So, dann zuletzt die beiden schwedischen, also das von Granius von 1600 hat Urweda Verst. Da gibt es jetzt mehrere Deutungen. Er hat Urweda in einem Wort geschrieben und dann heißt es eigentlich Unwetter ist schlimm. Urwetter werst. Unwetter schlimm. Aber man hat vielleicht auch vermutet, dass es eigentlich getrennt geschrieben werden muss. Urwetter werst. Ur, was man dann auch für Schauer und so weiter übersetzen kann, ist das Wetterschlimmste. Also da wäre das Wetter dann schon in dem Wort Ur drin. Ur ist ja schon Unwetter. Unwetter ist das Wetterschlimmste. Aber so oder so, es ergibt sich eigentlich irgendwo von der Bedeutung das Gleiche. Ja, und dann haben wir noch das letzte von Stjernhelm. 17. Jahrhundert. Der schreibt Fur, V. Aber das V muss man wie ein U lesen, natürlich. Fur ist Westwindwetter. Das ist Unwetter. Unwinter.
Er hat da also gleich so eine Art Bedeutung rangehängt, nämlich Unwinter oder Unwetter, das ist die Bedeutung. Westwindwetter, warum der Westwind bei denen nun in Skandinavien da vielleicht mehr schlechtes Wetter bringt, weiß ich nicht. Also da haben die das eben so gesehen. So, jetzt gehen wir also erstmal, jetzt will ich erstmal was dazu sagen, zu der Bedeutung. Also wir hatten im angelsächsischen Runlied, an der ersten Tafel habe ich es euch ja gezeigt, der zweiten, das Urrind, ein viel wildes Tier, ein berühmtes Tier, was im Moor rumstampft. Das ist also das Urrind, der Auerochse, eine seit 1637 in Masowien, da ist das letzte Urrind gestorben, also ausgestorben, die Rinderart, in einem, glaube ich, es war sogar in einem Park oder Zoo. Man versucht sie wieder zu züchten aus den vorhandenen Rindern, aber es sind andere Arten und so weiter. Es ist sehr, sehr schwer. Das kriegt man wahrscheinlich nicht so hin. Also das Urrind. Das Urrind haben sie wahrscheinlich in England in der Zeit auch schon nicht mehr gekannt. Aber sie haben es noch genannt. In Skandinavien auf jeden Fall war es sehr früh ausgestorben, sodass die nordischen Runenlieder dieses Urrind gar nicht mehr erwähnen konnten. So, dann kam das aus der Edda, da ist es Heilung. Wollen wir das mal offen lassen. In der Edda nutzt ja Wotan die Runen auch immer in einem eher esoterischen Sinn. Den können wir eigentlich erst erschließen, wenn wir den anderen Sinn haben. Also, der Wolken weinen, der Eisränder Auflöser des Hirten Hass, klar Schauer, Regen, Wasser, feuchte Erde. Und dann der Rost von dem Uhr kommt von schlechtem Eisen, das ist auch so eine Schlacke, so ein Matsch und so weiter, sowas in der Art. Warum das Rentier nun auf hartgefrorenem Schnee läuft, vielleicht weil da eben nicht so ein Matsch ist, da kommt es gut drüber, dass man da so eine Assoziierung gemacht hat. Das Rentier selbst ist bei uns interessanterweise auch der Erdgöttin geweiht. Das sehen wir daran, dass im Stellmoor von Ahrensburg, bei Ahrensburg in Niedersachsen, hat man ausgehöhlte Rentiere im Moor geopfert gefunden. Daneben war ein Flock, damit noch ein Schädel. Also das war als Kultstätte gekennzeichnet. Und was man da im Moor geopfert hat, hat man natürlich der Erde geopfert. So, und bei denen, die wir jetzt hier noch sehen, Urandring, klar, das ist die zweite Rune, aber das Urrind kann natürlich auch so richtig aggressiv wie so ein Stier beim Stierkampf andringen. Das passt schon. Dann Ümbe, also Regen ist Schauer, Schauer ist ein Runenstab, klar, da sind wir wieder beim Wasser, Regen, Feuchtigkeit. Und dann Urwetter, also feuchtes Wetter ist schlimm, nicht? Also das ist, oder Westwindwetter, das ist Unwetter. Also immer geht es um feuchtes, kaltes, was weiß ich, unangenehmes Wetter. Ich mache mal die nächste Tafel, weil jetzt wird es nämlich schwierig. Wir sehen hier vier Sätze, die stammen aus den Kühne-Wulf-Signaturen. Kühne-Wulf ist ein Dichter der Angelsachsen im 8. Jahrhundert, der hat lange Texte geschrieben, Christ, Elene, Juliana, Pater Apostolorum, christliche Texte, und hat hinten seinen Namen in solchen Sätzen verschlüsselt. Da finden wir also zum Beispiel die Wunjerune, wie so ein P sieht die aus. Sie muss zerfallen. Auf, dann steht die Urrune auf Erbbesitz, danach niedersinken. Jetzt hat man gegrübelt, was kann denn das heißen? Die Wonne muss zerfallen auf unserem Erbbesitz, hat ein Forscher tatsächlich gemeint, unserem Erbbesitz niedersinken. Und da Aur, so ähnlich klingt, vielleicht hat der kühne Wolf diese Assoziierung schon berücksichtigt. Aber sehen wir den nächsten, also das war aus Vater Apostolorum. Nehmen wir den nächsten Satz. Die Jugend hat sich weggewandt. Der alte Stolz war, dann ist wieder die Rune, unser vielleicht, der Jugend Jahre Glanz. Das ist aus Elene, aus der Dichtung Elene. Da würde man es noch mit unser auch noch hinbekommen. Gehen wir mal weiter. Da kommen dann gleich zwei Runen. Ur, also unser von, da ist die Lagusrune, die heißt der Wasser. Unser von Wasserfluten umschlossen war lange Teil der Lebenswonne.
ja unser, was vielleicht der Besitz von Wasserfluten umflossen? Meint er eine Burg? Meint er eine Insel? Ja, England vielleicht als Insel? Wir wissen es eigentlich nicht. Ja, das war aus Christ, aus der Dichtung Christ. Und zuletzt, sündenbefleckt, hatten dann, jetzt kommt die E-Rune, die das Pferd bedeutet, und dann wieder die Wunje-Rune, die die Wonne eigentlich heißt, die Wonne des Pferdes, und dann wieder die Ur-Rune, Urus. Sündenbefleckt hatten dann Pferd, Wonne und vielleicht unser entsetzt dessen, harren dann entsetzt dessen, was er ihnen gemäß ihren Taten zusprechen will, also was Gott ihnen sozusagen für gute oder schlechte Taten zusprechen will. Also muss doch die Ur-Rune schon irgendwo eine Person bedeuten. Ne? Also wir können hier viel rätseln, und wenn ihr gute Ideen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Vielleicht ist da was, was einen überzeugt. Bisher habe ich gefunden in der älteren Literatur unser, dass einfach Aur, unser, für unser genommen wird, was gar nicht eigentlich die Rune selbst ausdrückt. Dann haben wir gefunden bei Karl Schneider, der hat das versucht einheitlich zu deuten, der hat tatsächlich Manneskraft rausgemacht, die dann sozusagen geschwunden sei im Alter. Man könnte auch Lebenskraft einsetzen, finde ich vielleicht noch besser. Man kann Reichtum einsetzen, weil auch im Altenglischen Ur Reichtum bedeuten soll, wobei wir nicht genau wissen, ob das nicht umgekehrt war, dass nicht erst die Rune da ist und dann hat man das so die Deutung eingeführt. Komme ich noch zu. Aber was man auch nehmen kann, ist die Erde. Die Erde oder das Irdische, finde ich. Das passt auch. Aber müsst ihr mal, probiert es mal selbst aus, was euch da gefällt. Also ihr seht hier nochmal, das, was ich euch schon bei der Fee-Rune vorgezeigt habe, ist dieser Schlafzauber aus dem Gudrunlied der Edda. Da werden drei Runen beschrieben, aber nur nach ihrer Form, nicht nach ihrer Funktion. Der lange Heidefisch des Lands der Hardinge, es kann auch des Landes von Hadding bedeuten, also in der Einzahl stehen. Und Hadding war so ein Held, dem erschien die Hel am Herd und zog ihn in die Erde, und er hat sich die Unterwelt angeguckt und darüber berichtet. Das findet man bei Saxo Grammaticus. Also ist das Land des Hadding auch eben die Unterwelt. Und der Heidefisch, der Wurm auf diesem Land, ist natürlich der Drache der Unterwelt, nämlich Nidhögger. Also hier ist die S-Rune in ihrer Form wie eine Schlange oder ein Drache beschrieben, aber sie bedeutet Sonne, sie hat mit einem Drachen gar nichts zu tun. Das zweite ist Ehre ungeschnitten, hatten wir ja auch, das ist die Form der ersten Rune, aber muss auch damit nichts zu tun haben, es ist nur das Aussehen. Und als drittes die Eingangstür unserer Rune, die heute dran ist, ist auch nur die Form. Es muss nicht heißen, dass diese Rune wirklich eine Eingangstür ist. Da heißt es ja im Original Inleisdyra, hineinleitende Tür. Deswegen kann es auch nicht irgendwas mit Tieren zu tun haben. Das ist Dyra, ist dann wirklich die Tür, die Eingangstür. So, derjenige, der diesen Runenzauber dort erwähnt, er wollte nicht, dass man weiß, welche Runen. Der hätte die drei Namen nennen können und dann hätte jeder das gewusst. Das wollte er geheim halten. Er hat nur ihre Form beschrieben. Das wollte ich noch sozusagen auch ein bisschen als Nachtrag sagen. So, und unten habe ich euch jetzt aufgeführt verschiedene altnordische Begriffe, und Altenglisch gibt es da auch, und die man auf die Rune beziehen kann. Wir haben zum Beispiel Aur, tropfende Masse, Tau, Schmutz. Und dieses Aur mit A-U-R-R geschrieben, steht eben in der Edda auch als Synonym für die Erde. Und das ist sehr wichtig, denn das da in dieser Richtung müssen wir die Rune deuten. Dann gibt es Aurglasier, Wasserglanz. Aurugur, tropfend, sprühend, beträuft. Aurwanger, Feuchtfeld. Feuchtgefielde Tau trifft. Das kommt ja auch in der Edda vor, Aurwanger bei den Zwergennamen und so weiter, da kommt das vor. Und ohne das A davor, Ur, geht natürlich auch, feuchter Niederschlag von Nebel, Tau, feinem Regen. Dieses Ur kann auch die Gicht des Meeres bedeuten. Ur-Iger bedeutet feucht, nass, glänzend. Und dann haben wir noch die altenglischen Bezeichnungen für Ur, soll also im Altenglischen Reichtum gut bedeuten, wobei es kann sein, dass man das umgekehrt gemacht hat, dass ursprünglich also
Das ist nicht die ursprüngliche Bedeutung. Ist das, dass die Forscher entnehmen das so den Texten, wo das Ur vorkommt und deuten es dann als Reichtum, vielleicht nach diesem Kühnewolf setzen und setzen das so in die Wörterbücher. Urig kennen wir auch noch, das ist auch altenglisch, heißt feucht. Und wenn wir dann zu dem Auerochsen kommen, der altenglischen, des altenglischen Runenliedes, Auerochse geht auf ein indogermanisches Wort für Ur oder Aur zurück, was Wasser, Harn, Regen bedeutet. Oder Aur, benetzen, befeuchten, fließen. Also da wäre, wenn das, diese Rune wirklich das Wasser, die Feuchtigkeit, vielleicht auch Matsch, Schlacke und so weiter und feuchte Erde bedeutet, das Moor wird ja erwähnt bei dem Auerochsen, er stampft durch das Moor, dann hätte sich die Bedeutung eigentlich vom Indogermanischen bis in die Zeit des Heidentums hier bei uns eigentlich gar nicht geändert. Und das finde ich sehr faszinierend. Dass es also Feuchtigkeit bedeutet. Wir hatten gehört, in Schweden war das, wenn man sie gelost hat, heißt das eben Unwetter, Unwinter, da ist schlechtes Wetter. Die Bauern wollten natürlich in erster Linie, wenn sie mit Runen gelost haben, wollten sie wissen, wie wird das Wetter, das ist ja ganz klar. Und jetzt ist die Frage, wie kann Wotan, Odin die Runen nennen für alle, die heilen wollen? Hat er vielleicht angesprochen, dass die Erdkraft dasjenige ist, was heilt? Oder das Wasser, die Feuchtigkeit, Moor, heute heilt man ja auch mit Moor, kann natürlich sein. Also in diesem Bereich müssen wir die Bedeutung der Rune suchen. Wasser, Feuchtigkeit, Schlacke, das Urrind, was letztendlich irgendwo auch was mit Wasser und so weiter zu tun hat, und die Erde. Und das Rind ist natürlich auch das heilige Tier der Erde, das wissen wir ja seit Tacitus, dass der Nertus Kühe gehalten wurden und auch der Jörg, der Frick und so weiter hat man ja auch Kühe oder Stiere dann gehalten. Also das ist eine uralte Sache. Ja, dann will ich euch jetzt mal noch zwei Fundstücke zeigen mit dieser Rune. Ihr seht hier die Fibel, also so eine Gewandspange von Verlöse aus Seeland, Dänemark. Ja, wird verschieden datiert, manche sagen um 200, manche wollen es ein bisschen später ansetzen. Ihr seht dort die Runen Ansus, Lagus, Urus, Gebo, Otala, Dagas, also Alugot. In der Mitte, fast in der Mitte, steht diese unsere Urus-Rune. Das heißt Alu, Gott. Und Got ist Gott und Alu ist eben ein altes magisches Wort, was wir auf sehr vielen Runeninschriften finden und was so eine Art Schutz bedeutet. So richtig gedeutet ist es eigentlich noch nicht. Da gibt es also noch verschiedene Interpretationen, die ich euch auch gleich noch zeigen werde. Am Ende seht ihr eine Swastika, also ein rechtsseitiges Hakenkreuz. Das hat nichts mit irgendeinem politischen System zu tun, sondern es ist eigentlich bei uns in der Tradition überliefert als Zeichen von Thors Hammer. Wenn der Hammer durch die Luft geworfen wird, dann dreht er sich und dann hat man dieses Zeichen und es entsteht es. Es ist ein Kreuzhammer. Und dieses Zeichen sollte bei Runeninschriften diese weihen. Also man hat Runeninschriften, die man gemacht hat, gerade magische, hat man auch mit einem Zeichen von Thors Hammer oder direkt, indem man einen Hammer gemalt hat, hat man die geweiht und geschützt sozusagen. Also Alu Gott, der Schutzgott vielleicht, mit der Urus-Rune da drin, zeigt, ich habe das rausgesucht, weil eben die Verbindung mit Gott, mit diesem Wort mit Gott, zeigt, dass es doch was Besonderes ist. Was ihr jetzt hier seht, ist das Amulett von Lindholmen, Skorne, 6. Jahrhundert, also aus Schoen. Das hat eine linksläufige Runeninschrift. Das heißt, man fängt sozusagen von rechts an zu lesen. Ich habe es euch aber darunter noch mal geschrieben, wie es richtig rum ist, wie man es lesen müsste. Also einmal die obere abgewandte Seite und da unten die Vorderseite. Fangen wir mit der oberen Seite an. Da seht ihr 8-mal die Ansus-Rune, 8 Asen, 8-mal die Götter, 8 Götter. 3-mal die R-Rune, die auch Algis heißt, das sind die Elche, 3 Elche. 2 oder 3-mal die N-Rune. Das eine ist da so ein bisschen kaputt, das weiß man nicht genau. Die Notrune. Also die Asen sollen abwehren irgendwelche Not.
Und dann haben wir B, M und Urus, unsere Runen. Diese drei Runen, Berkanan, also die Birke, der Mensch und die Urus-Rune, die vielleicht die Erde bedeutet. Dann kommt dreimal die T-Rune, Tivas, also der Gott des Kampfes. Und dann kommt wieder dieses Wort Alu, auch von hinten, nicht? Ula kann man es oben lesen und wenn man es richtig rumliest, dann heißt es Alu, dieses Schutzwort. Und dann, wenn wir auf dem unteren Teil, die Vorderseite uns angucken, ist auch linksläufig. Ich lese mal gleich in der umgedrehten Version vor. Ek, Erilar, Sa, Vilagar, Haiteka. Ich, der Erula, bin der Listenreiche geheißen. Haiteka ist heißen, Vilagar ist listenreich, Erilar ist der Erula, das ist ein runenkundiger Anführer, daraus ist später auch Earl geworden und auch der Kultverband der Herula, den bezieht man darauf. Wenn wir uns jetzt nochmal dieses Wort Alu ansehen, man hat es zum gotischen Alan, wachsen, gesetzt, zum altnordischen Ala, hervorbringen, nähren, hat ein urnordisches Alu, Raserei, Ekstase daraus gemacht, hat es zu litauisch Aliotis, Rasereien, und zum griechischen Aluf, außer sich sein, gestellt. Selbst zum hethitischen Begriff für Zauber oder Zauberei. Durch die Verkürzung ist daraus übrigens Öl geworden im Skandinavischen. Und das ist dann Öl, kann man auch als Bier übersetzen. Da gibt es eine Stelle in der Edda, Bierrunen. Nicht? Und das sind Ölrunen und ursprünglich Alurunen. Das zu diesem Wort. Und zu dem Inschrift von dem Amulett von Lindholm ist noch zu sagen, dass die obere Zeile aus 23 Runen besteht und die untere auch aus 23 Runen. Und um auf diese 23er Zahl zu kommen, hat man das I, was in Haiteka eigentlich hineingehört, hat man gar nicht geritzt. Also man hat ganz bewusst zweimal die 23 genommen. Das ist jetzt da sind jetzt alle Zahlenmystiker vielleicht angesprochen, da sich mal zu überlegen, warum. Es gibt ja dann auch die Deutung, dass man in der oberen Inschrift diese dritte N-Rune, dass die gar nicht da ist, das ist in der Übertragung schlecht gemalt, dass da gar keine Rune ist, dann sitzt 22 Runen, aber mit den Punkten wären es dann 24, nicht? Das ist ja so eine Doppelpunkte in der Inschrift, also 22 Runen und zweimal die Doppelpunkte gleich 24 Zeichen und unten, wenn das I da drin ist, wären wir auch auf 24 gekommen. Darüber wurde dann auch schon von Runenforschern spekuliert und ich will mich da jetzt nicht weiter darauf einlassen. Es geht ja auch nicht um unsere Urus-Rune. Also Urus ist der Name, den die Forscher erschlossen haben. Urus ist der Name, der in Skandinavien und auch in den Handschriften am häufigsten vorkommt. So, ja, das war eigentlich alles, was ich zu der Urus-Rune an konkreten Dingen habe. Ach ja, was ich noch sagen wollte, im keltischen Ockham, da gibt es auch ein Zeichen, das heißt Ur, und das wird dann übersetzt mit Heidekraut. Irgendeiner hat es auch mit Dorn übersetzt. Aber das ist so, diese keltischen Zeichen haben einfach die Namen von Bäumen bekommen und das hat man dann sehr willkürlich gemacht. Man kann das nicht unbedingt auf die Rune beziehen. Also bei uns bedeutet sie sowas wie Schlacke, Regen, feuchte Erde, Matsch, Moor und das da drin wühlende Urrind und alles zusammen die Erde. Und vielleicht zeigt die Rune den Eingang in die Erde, wenn das stimmt. Oder vielleicht den Stierkopf plus Kopf rum. Oder vielleicht den Stier von der Seite sehr stilisiert. Wir wissen es ja nicht. Müssen wir eigentlich auch gar nicht wissen. Darüber kann man spekulieren. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und konntet damit was anfangen. Und möchte mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.